Peggy 18. Okay, Anfänger. Du hast die Grundlagen des Guerillakampfs gelernt, aber ich sage dir jetzt, warum wir kämpfen und wie wir diese Stadt Zone für Zone zurückerobern werden. Die rote Zone ist der zerstörteste Teil von Philadelphia, aber sie ist auch der Ort, an dem der Widerstand Fuß fassen konnte. Es wird nicht glanzvoll. Und wahrscheinlich wirst du sterben. Wow, solche Reden. Und wir haben den Krieg trotzdem noch nicht gewonnen? Zwischen den zerbombten Ruinen und verlassenen Straßen sind unsere Guerillataktiken im Kampf gegen die KVA besonders wirksam. In der roten Zone greifen wir strategische Wachposten der KVA an. Wenn wir sie erobern, wendet sich das Blatt zu unseren Gunsten. Unsere Kontrolle über die Zone wird gestärkt. Wir bekommen Zugriff auf weitere Unterschlüpfe und erhalten mehr Vorräte und Ausrüstung. Du musst zum Waffenlager und helfen, den Hinterhalt vorzubereiten. Dana und ich werden so viele Kämpfer wie möglich zusammentrommeln und nachkommen. Wir haben überall Fallen ausgelegt und Hinterhalte eingerichtet, um mit den gepanzerten Patrouillen der KVA fertig zu werden. Aber vergiss nicht, dass die KVA die rote Zone permanent mit ihren Luftschiffen überwacht. Lass dich nicht erwischen. Die rote Zone ist eine Spielwiese für Scharfschützen. Du musst sie ausschalten, bevor sie dich ausschalten. Die gelbe Zone ist dicht besiedelt und komplett von der KVA abgeriegelt, um die Leute unter Kontrolle zu halten. Die Leute leben in totaler Angst. Und es liegt an uns, ihnen den Ausweg zu zeigen. Wir müssen die Herzen berühren und den Verstand inspirieren, damit Philadelphia versteht, dass wir so nicht weiterleben müssen. Mische dich unter die Leute und sabotiere die Kommunikation der KVA. Hacke TV- und Radiosysteme, die Propaganda verbreiten. Die KVA ist nicht euer Feind. Unser Ziel ist die Erneuerung dieses einst großen Landes. Befreie Gefangene oder unterdrückte Bürger. Und zerstöre oder erobere die Infrastruktur der KVA. Meine Leute werden in der Polizeistation festgehalten und Gott weiß, was die Norks mit ihnen machen. Wir müssen sie da rausholen. Mit jedem Akt des Widerstands steigt unser Vertrauen und ein Aufstand wird immer wahrscheinlicher. Du wirst sehen, wie sich die Stadt durch deine Taten verändert. Und glaub mir, Anfänger, wir benötigen jede Hilfe, die wir kriegen können, um die KVA zu besiegen. Sobald du die roten und gelben Zonen erobert hast, kannst du den Kampf direkt zur KVA bringen und in die grünen Zonen vordringen. Diese Gebiete sind für die KVA sehr wichtig, weshalb sie besonders schwer bewacht werden. Diese Zonen sind Festungen und wir müssen alles geben, wenn wir sie erobern und diesen Krieg gewinnen wollen. Du musst von deinen Missionen lernen, sonst ist jegliche Hoffnung in dieser Hölle verloren. Enttäusch mich nicht.